Hallihallo, ihr Süßen, wie geht es euch? Ich bin's, eure Frau Trollinger, mein Thema heute Labarababa. Ja, als ganz allererstes möchte ich mich bedanken. Ich habe neue Follower bekommen. Jawohl, jawohl, habe ich gesehen. Hey, super. Ich hoffe, mein Gequatsche. Also, ich freue mich immer und ich hoffe, ihr diskutiert ein bisschen mit und so. Das wäre perfekt. Ja, ansonsten, was gibt es Neues? Die Migräne ist besiegt. Habe ich entsorgt. Die habe ich unter den Tisch geschmissen. Deswegen bin ich auch so unausgeglichen gerade. Ich bin ein bisschen hyperaktiv im Moment, weil ich 2 Tage wirklich nur rumgelegen habe, nichts getan habe, außer Fernsehen schlafen, Hund Gassi führen. Fernsehen schlafen, Hund Gassi führen, Fernsehen schlafen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, ich bin dermaßen ausgeruht, dass ich eigentlich jetzt schon wieder so viel Power im Popo habe. Naja, so. Also bin ich dann hingegangen, hatte dann ein lustiges Gespräch mit jemandem. Es ist immer toll, wenn man sich mit Leuten unterhält oder so. Die bringen einem ja neue Energie und ja, Informationen und Ideen manchmal und so. Und unter anderem ist mir da dann aufgefallen, ja, da gibt es etwas, ich würde mir jetzt so am liebsten so eine über den Schädel ziehen, weil ich mache ja nun seit Jahren Grafiken. Ich bin ja immer mit Grafiken am Gange irgendwie, ne? Also meine Thumbnails für YouTube mache ich selbst und all das Ganze. Und ich probiere aber immer neu aus und man erfindet ja für sich immer mal wieder was Neues und so weiter und so fort. Ich für mich, meine, weiß ich, sind altbacken, aber das ist für mich passend. Es passt einfach zu mir. Ich liebe Farbverlauf. Ich bin so und man möge es mir verzeihen, aber ich kann natürlich auch vieles anderes. So, jetzt hat natürlich jemand zu mir gesagt, ja, du bist ja auch blöd, wieso verkaufst du nicht mal Thumbnails? Wie Thumbnails? Ne? YouTube. Twitch und die ganzen Banner. Wieso machst du das eigentlich nicht? Ich war da so am Sitzen, so, guck so und denke so, ja, eigentlich. Nur Shirt Design ist ja auch nett oder so, aber man möchte ja noch Verschiedenes machen. Man möchte sich ja ausprobieren in verschiedenen Sachen und Dingen. Und ich saß dann nun da so. Und dachte, ja, weißt du, ja, das war dann dieser Moment, wo dann dieser Groschen so kling, 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 oh, er fällt. Und ich dann da saß, wieso machst du das eigentlich nicht? Wieso zeigst du deine Arbeiten da nicht mal auf deiner Webseite? Wäre ja sinnvoll, das zu tun, nicht? Weil ist ja dein Leben, ist ja das, was dir Spaß macht, wo du Freude hast, wo du Power hast. Scheiße, geht euch das auch so? So dass das naheliegendste, wirklich, das klitzekleinste naheliegendste, ja, da steht man dann vor und denkt sich, Scheiße, bist du blöd. So saublöd kann man doch gar nicht sein. Ne? Aber so bin ich. Ich bin einfach so. Ich habe meine Fettnäpfchen, ich habe meinen Kram. Und ich bin einfach saublöd. Ich stehe dazu. Das ist einfach so, ja. Aber es ist so naheliegende Dinge. Warum denkt man an sowas nicht? Das ist mir in diesem Monat schon das zweite Mal passiert, ne? Also, boah, ich habe dann echt gedacht, das kann doch nicht sein, oder? Das ist genauso wie, was weiß ich stelle Schmuck her, ja. Und denke mir dann so, ja, wo könntest du das denn mal einstellen und dies und das mal zeigen, ja? Ich laufe seit Jahren in Gruppen bei Facebook rum, ja? Seit Jahren. Ich glaub mal ja nicht, dass mir der naheliegendste Gedanke kam, das dort einzustellen. Ey, so schweineblöd kann man doch nicht sein, oder? Nee, per Zufall erzählt mir dann eine Bekannte so, ja, ich habe da neulich was in der Gruppe eingestellt und ich habe übrigens auch eine Verkaufsgruppe bei Facebook. Das ist voll peinlich, ey. Leute, das ist wirklich voll peinlich. Ja, das hat null Geschäftssinn. Null. Nichts. Jente. Gar nichts. Das ist absolut hohl. Ja, die naheliegendsten Kleinigkeiten im Leben, da komme ich nicht drauf zu zeigen.
Ich meine, wo lebe ich? Hinterm Mond? Lebe ich hinterm Glas? So, Seifenbläschen? Kügelchen? Ey, ich habe gedacht, Mann, scheiße, bist du blöd. So bescheuert kann man doch nicht mehr sein, oder? Ich meine, man ärgert sich ja selber über sich, ne? Weil man hätte ja schon was tun können, man hätte ja schon was machen können. Oh Gott, habe ich gedacht, nein, was bin ich selten doof. Aber ja, ich lebe damit, ne? Ich gelobe Besserung in Zukunft. Und ich hoffe mal, euch geht es genauso, dass ihr das genauso kennt, die naheliegendsten Dinge, die wirklich griffbereit, die liegen vor euch, griffbereit vor euch. Ja, ihr braucht nur noch Griff machen, ja? Ich hoffe, es geht euch genauso, dass ihr wirklich die naheliegendsten Dinge wirklich überseht und einfach mal da steht und denkt, boah, naja, das war im Endeffekt so ein bisschen, ne, ja, aus meinem Leben. Ach, eine Sache kann ich euch noch erzählen. Fuß habe ich mir auch eingeschlagen, ja. Ich habe eine Entzündung am Fuß und ihr kennt das sicher. Man will schnell irgendwo hin, so im Flur raus, Post kam und Frau denkt, oh, schnell hin, schnell hin, schnell hin und Post holen und so. Ah ja, gut, bin ich dann zurückgelaufen und auf dem Rückweg hämmer ich mir voll diesen schönen entzündeten Zeh, hämmer ich mir voll gegen. Und die Tränchen, die kamen langsam. Das war so aua, das tat so weh. Und dann ging es ja noch weiter, ne? Nein, das war ja nun nicht das Einzige, was dann passiert. Nein. Ey, da stehe ich dort und humpel so langsam in meine Wohnung wieder rein mit meinen Füßchen und denke mir, das kann nicht sein. Was macht mein wundervoller, glorreicher? Ich liebe diesen Mann wirklich abgöttisch. Er ist wirklich mein Ein und Alles. Aber was macht dieses bezaubernde, vierbeinige kleine Monster? Es steigt mit seinem blöden Fuß auf den kaputten Zeh. Geht's nur Hund, nimm mal Fuß runter! Und wieder die Tränchen langsam hier. Ey, das war so schmerzhaft, Leute. Das war der Hit, ey. Und ich hing da nur noch. Ich habe gedacht, das kann doch nicht mehr wahr sein. Wie kann der mir denn auch noch auf den kaputten Zeh steigen? Das Schlimmste war dann, ich musste dann mit dem noch die Runde Gassi gehen. Naja, dann bin ich mit ihm schnell Gassi gegangen. Naja, schnell war was anderes. Dann bin dann mit ihm Gassi gegangen. Und dann ab nach Hause dann und dann schnell den Fuß wirklich baden und wieder entspannen und damit der Fuß wieder zur Ruhe kommt. Ey, Leute, das war der Hammer, ey, Alter. Aber da hatte ich wirklich die Tränen in den Äuglein, weil er hat ja auch diese beschissenen Krallen, ne? Und die merkst du einfach auf diesem Zeh. Und die rutschen immer genau dahin, wo sie nicht hin sollen. Naja, alles in allem hat es ja dann doch noch geklappt, dass mein Fuß sich beruhigt hat und von daher konnte ich den Tag noch etwas entspannt. Neuigkeiten, mehr Neuigkeiten, Grübel, Grübel und studieren. Ich hätte gern Bier. Nee, eigentlich habe ich nichts, sind auch schon wieder über 8 Minuten. Mensch, meine Güte, kann ich labern. Von daher würde ich sagen, be crazy und hab noch einen schönen Abend. Ach nee, Tag. Es ist ja schon nach 0 Uhr, als ich das Video gemacht habe. Dann guten Morgen. Haha. Be crazy. Habt Spaß. Ich werde noch ein bisschen ackern. Bis dann. Tschö mit Ö.